Yo, moin Leute, und heute zeige ich euch wieder mal einen Solo Unlimited Money Glitch mit Bypass für die PS4 und Xbox One. Falls ihr euch wundert, dass meine Stimme irgendwie ein bisschen verändert klingt, Leute, ich bin erkältet. Also jetzt nicht wundern, hä, wer spricht denn jetzt da? Aber na gut, was braucht ihr für diesen Glitch? Ihr braucht natürlich ein Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt. Mein Tipp, nehmt den LG Retro Custom, der bringt einfach beim Duplizieren am meisten. Und außerdem braucht ihr diesmal kein eigenes Nummernschild von der iFruit App. Also es reicht auch ein Render-Nummernschild, denn das Duplikat erhält das Nummernschild vom Fahrzeug, was bei diesem Glitch verloren geht. Aber gut, ihr braucht auch noch in der Basis mindestens einen normalen LG bzw. irgendein anderes Fahrzeug. Generell ist es egal, denn dieses Fahrzeug geht nicht verloren. Aber in meinem Fall ist es halt ein normaler LG. Außerdem braucht ihr auch noch mindestens einen Faccio-Roller. Aber Leute, ganz wichtig, dieser Faccio-Roller darf nicht im Motorrad-Clubhaus stehen, Leute. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Und außerdem braucht ihr ein MOC. Im dritten Abteil des MOCs braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge und im MOC muss ein normaler LG drin sein. Und das Ganze könnt ihr praktischerweise in einer Einladungs- oder Freundessitzung machen. In meinem Fall habe ich das in einer Freundessitzung gemacht, also da funktioniert es auf jeden Fall. Und weil dieser Solo Unlimited Money Glitch wirklich so krass ist, Leute, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, ein Like fürs Video dazulassen. Und das Like-Ziel für diesen Video sind diesmal 50 Likes. Mal schauen, ob wir das diesmal schaffen werden. Für die Leute, die mich noch überhaupt gar nicht kennen, können mich natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Glitches wie dieses hier verpassen. Aber ich muss sagen, fangen wir mal mit dem Glitch an. Als erstes seid ihr natürlich in eurer GTA Online-Sitzung und seid bei eurer Basis. Seid ihr bei eurer Basis angekommen, registriert ihr euch jetzt als Motorradclub-Anführer. Seid ihr jetzt Motorradclub-Anführer, geht ihr wieder ins Interaktionsmenü und bestellt über das Interaktionsmenü, über die Motorradclub-Hausfähigkeit, euren Faccio-Roller zu euch. Ist der Faccio-Roller angekommen, können wir uns mal das Nummernschild genauer ansehen. In unserem Fall lautet das Nummernschild 25MU270. Dieses Nummernschild wird später euer Duplikat haben. Habt ihr das Nummernschild gecheckt und alles drum und dran, können wir das Fahrzeug wieder einlagern lassen. Dafür gehen wir wieder ins Interaktionsmenü, gehen auf Motorclub Anführerfähigkeiten und lassen das Fahrzeug wieder einlagern. Wurde euer Roller wieder zurück zur Garage geliefert, dann löst ihr den Motorclub wieder auf, Leute. Habt ihr das dann gemacht, gehen wir jetzt aufs Handy, gehen auf schneller Job, gehen auf Weltuntergangsraubüberfall, gehen dann auf allein und bestätigen die Meldung, ob du sicher bist. Und Leute, wir hatten jetzt 15 Sekunden lang, dass da drüber steht, dass wir in einer Lobby drin sind. So 2 von 4, 3 von 4, irgendwie sowas. Aber Leute, ihr müsst wirklich diese Meldung da oben stehen haben. 2 von 4 Leuten sind schon drin. Halt irgendwie sowas. Und wenn nach 15 Sekunden nichts kommt, dann macht ihr es einfach nochmal mit dem Handy. Das bedeutet, ihr öffnet das Handy, geht wieder auf schneller Job, Weltuntergangsraubüberfall, allein und Meldung bestätigen. Und wie gesagt, das macht ihr so lange, bis ihr es geschafft habt, dass oben diese Meldung steht, 2 von 4, 3 von 4. Habt ihr dann diese Meldung mal erreicht, geht ihr sofort wieder aufs Handy, geht auf schneller Job und Leute, jetzt könnt ihr einfach wieder Kreis drücken, so dass sich das Handy wieder schließt. Denn jetzt, Leute, haben wir es jetzt geschafft. Jetzt gehen wir einfach zu Fuß in unsere Basis hinein. Ob das Ganze jetzt geklappt hat, was sie jetzt versucht haben, werden wir jetzt daran sehen, dass jetzt in der Basis unser Crew-Logo nicht an der Wand ist und dass wir mit unseren Fahrzeugen in der Basis rumfahren können. Wenn ihr das nicht könnt, Leute, habt ihr diesen Glitch irgendwie verfailt. Das bedeutet, ihr müsst den Glitch von vorne wiederholen. Na gut, als nächstes holt ihr euer Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt. In meinem Fall ist es ja der LG Retro Custom. Und fahrt ihn zum gelben Punkt. Seid ihr beim gelben Punkt angekommen, müsst ihr jetzt so platzieren wie ich, so dass die Fahrertür am Pfeiler eingeklemmt ist. Und wenn ihr aussteigt, dass ihr auf der Beifahrertür aussteigt. Habt ihr das erledigt, lauft ihr wieder hoch und holt irgendein anderes Fahrzeug. In meinem Fall ist es jetzt ein normaler LG, aber es ist völlig egal, was so ein Fahrzeug das ist. Denn mit diesem Fahrzeug blockieren wir jetzt die Beifahrertür vom LG Retro Custom. Und wir müssen jetzt gucken, Leute, ob das Ganze jetzt funktioniert hat, was wir jetzt machen wollten. Denn wir müssen jetzt uns in den LG Retro Custom rein teleportieren, wenn wir jetzt Dreieck drücken. Und zack, ihr seht es, Leute, bei mir funktioniert es.
Ich werde raus und rein teleportiert, ohne Probleme. So, jetzt müssen wir aber leider den LG Retrocaster noch ein bisschen umplatzieren, denn wir müssen sofort in den gelben Punkt spawnen. Wenn wir Dreieck drücken und dann halt wieder aussteigen mit Dreieck, dann müssen wir einen gelben Punkt spawnen. In meinem Fall passiert das nicht, deswegen müssen wir ein bisschen den LG Retro Custom umplatzieren. Und noch eine ganz wichtige Durchsage, Leute, wenn ihr während des Glitches im Bunker von irgendeiner Person angerufen werdet, nicht annehmen. Das ist sehr, sehr wichtig, Leute. Wenn ihr annimmt, ist der Glitch kaputt. Also am besten einfach klingeln lassen oder sofort Kreis, um abzulehnen. Na gut, mein Fahrzeug steht jetzt perfekt, ich spawn sofort im gelben Kreis. Was müsst ihr jetzt tun? Ihr drückt jetzt, wenn ihr im gelben Kreis steht, die Dreieckstaste und die X-Taste einfach gleichzeitig. Wenn alles funktioniert hat, müsstet ihr mit den LG Retro Custom draußen spawnen. Und Leute, dieses Fahrzeug ist jetzt schon ein Duplikat. Wie krass ist das denn? Was müsst ihr jetzt tun, um dieses Fahrzeug jetzt abzuspeichern? Ihr müsst jetzt einfach das Installationsmenü öffnen und eure mobile Kommandozentrale rufen. Denn Leute, dieses Fahrzeug ist zwar schon dupliziert, aber es ist noch keine Safe-Kopie. Das bedeutet, wenn ihr jetzt GTA schließen, ist das Fahrzeug verloren bzw. hat praktisch für GTA Online niemals existiert. Um dieses Fahrzeug jetzt einzusteigen, müssen wir jetzt zum MOC fahren. Seid ihr bei euren MOC angekommen, fahrt hier hinten rein. Ihr werdet eine Meldung erhalten, dass das MOC voll ist. Ihr bestätigt die Meldung mit X, so dass der LG Retro Custom in den MOC den Platz einnimmt. Seid ihr im MOC, müsst ihr einmal wieder rausfahren mit dem Fahrzeug und wenn ihr dann wieder draußen seid, dann einmal wieder reinfahren im Fahrzeug. Und erst dann, Leute, ist es eine Safe-Kopie. Das bedeutet, das Fahrzeug kann euch niemand mehr wegnehmen, ihr könnt GTA schließen und das Fahrzeug würde danach, wenn es wieder startet, noch existieren. Also Leute, das Fahrzeug ist auf jeden Fall jetzt safe. Aber was macht ihr, Leute, wenn ihr jetzt weiter glitchen wollt? Wenn ihr jetzt weiter glitchen wollt, gibt es jetzt nämlich eine einfachere Methode wie am Anfang. Ihr müsst jetzt einfach zu Fuß in den MOC hineinlaufen. Seid ihr dann drinnen, müsst ihr einfach wieder hinauslaufen, Leute. Und das war so gesehen der Schritt, was ihr eben mit dem Handy gemacht habt, mit diesen auf Abruf sein. Denn Leute, jetzt können wir den Glitch einfach ganz von vorne wieder machen, außer den Schritt mit dem Handy. Also ich werde es jetzt einfach im Schnelldurchlauf mal erklären. Ihr seid vor eurer Basis, registriert euch als Motorradclub-Anführer, bestellt euren Fatschi-Roller zu euch, guckt aufs Nummernschild, lasst es wieder einlagern in eure Garage, löst den Motorradclub wieder auf, geht zu Fuß in die Basis hinein. Wir gucken, ob das Clue-Logo an der Wand da ist und ob wir damit rumfahren können. Ja, können wir. Also wir können rumfahren, das Clue-Logo ist nicht da. Das bedeutet, wir haben es auf jeden Fall schon mal geschafft. Wir parken unseren LG Retro Custom wieder neben dem Pfeiler, sodass unsere Fahrertür eingeklemmt ist, sodass wir auf der Beifahrertür aussteigen, laufen wieder hoch, holen ein anderes Fahrzeug, um die linke Fahrertür einzuklemmen vom LG Retro Custom, sodass, wenn wir einsteigen wollen, dass wir rein teleportiert werden und dann wieder raus teleportiert werden. So wie am Anfang des Videos. So, in meinem Fall habe ich es direkt geschafft, dass es perfekt steht. Ich gehe in den gelben Punkt rein, drücke jetzt X und 3 gleichzeitig und wenn alles funktioniert hat, boom, bin ich mit dem LG Retro Custom draußen. Und Leute, wirklich so einfach geht das und ist jetzt schon wieder eine Kopie. Aber natürlich auch keine Safe-Kopie, denn jetzt müssen wir natürlich wieder zum MOC fahren, das Fahrzeug dann da reinstellen, dann einmal wieder rausfahren und wieder reinstellen und dann ist es eine Safe-Kopie. Und Rockstar kann das Fahrzeug nicht wegnehmen. Und Leute, ihr müsst keine Angst haben um den bestehenden LG Retro Custom im MOC. Denn der wird dann in die Garage zurückgeführt, wo mal der Fatschi-Roller war. Denn ihr wissen ja Leute, die Kopie wird ja auf dem Fatschi-Roller so gesehen draufgeschrieben. Und deswegen hat es auch den Platz in der Garage überschrieben. Also wenn ihr jetzt denkt, so, oh nein Leute, mein Fahrzeug wird jetzt gelöscht. Nein Leute, ist nicht so. Das Fahrzeug wird einfach umgeparkt. Und Leute, dann ist es halt wieder eine Safe-Kopie. Und ihr könnt es jetzt auch einfach direkt verkaufen. In meinem Fall bringt das Fahrzeug $969.000, also fast 1 Million pro Karre, was schon richtig, richtig heftig ist. Und was auch noch richtig, richtig heftig ist, Leute, dieser Glitch ist mit Bypass. Das bedeutet, ihr müsst keine 45 Minuten warten, bevor ihr wieder das nächste Fahrzeug verkaufen könnt. Nein, ihr könnt es wirklich durchgehend verkaufen. Aber Leute, übertreibt es nicht, sonst wird es Rockstar irgendwann mitkriegen und es könnte Konsequenzen haben.
Aber Leute, so leicht ist dieser Solo Unlimited Money Glitch. Und nebenbei ist es auch gerade der beste Money Glitch, den es zurzeit gibt. Und passenderweise auch direkt vor Weihnachten. Aber das war's generell jetzt vom Video. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare und ich werde sie natürlich höchstpersönlich beantworten, damit ihr so viel Geld wie möglich machen könnt. Und wenn euch das Video weitergeholfen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr für dieses Video einen Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich immer noch nicht abonniert haben, können mich immer noch selbstverständlich kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Videos verpassen. Aber ich bin jetzt mal raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.